Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Mario Kart DS. Wir haben noch einen Retro Grand Prix vor uns, und zwar den mit der Banane. Ne? Den werden wir heute fahren. Und unser Thema für heute wird tatsächlich sein, so die Mario Kart, die Mario Kart History. Wir werden über alle Mario Kart Teile sprechen. Ich habe vor mir auch so ein Blatt mit der Auflistung von allen Mario Kart Spielen, die erschienen sind und auf wann sie erschienen sind. Wir werden uns über alle unterhalten. Und ihr wisst ja, ich bin großer Mario Kart Fan. Wir werden die alle aus jeden Fall auch spielen, by the way. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit dem Cup. Damals erstens die Donut-Ebene 1 vom SNES. Und das ist nämlich das passende Stichwort schon. Weil SNES, da erschien das erste Mario namens Super Mario Kart. Und zwar in dem Jahr. Lass mich nicht lügen. Es war in dem Jahr 1993. Dort beim Zettel. Und das ist das allererste Mario Kart überhaupt. Ich persönlich kann nicht so viel dazu sagen. Ich habe es noch nie gespielt. Macht aber sehr viel Spaß. Und falls du jeweils eine SNES oder eine NES Classic Mini holen sollte, werde ich es auf jeden Fall spielen. Notfalls tue ich das lieber Mario Kart DS mir aus dem eShop downloaden. Und das darüber spielen. Das wird ja auch gehen. Ne? Ich denke mal. So, was sind wir uns einig? Oder? Das haben sie. Bin nervös. So, jetzt haben wir noch eine Strecke für uns. Last but not least, the last round for today. Nee. The first! Letztlich, ich nehme da auch nicht ganz so, aber egal. Sei es drauf. So, auf jeden Fall, das erste war eben SNES, davon kann ich nicht viel sagen, ich hab's da nicht gespielt. Es war das erste Mario Kart auf dem NES, das sind keins. Und ja, ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal spielen, weiß auch noch nicht wann. So, weiter ging, tut der ganze Spaß mit, laut meiner Liste, mit Mario Kart 64. Es hieß auch Mario Kart 64. Ich möchte es unbedingt zu meinen N64 ergattern, weil ich habe ja eine, ne? Das macht auch, cool, auch erster. Das macht auch, sehr viel Spaß, das Game. Es hieß übrigens 1997. Ne, aber das, kostet total viel bei Amazon und eBay leider so 64 Euro sogar. Das ist sehr viel, auch für ein gutes Mario Kart. Muss mal schauen, wie ich das mache, aber holen müsste mich auf jeden Fall. Ist ja erst Zufall, ne? Als nächstes kommt die N64 Bahn, werden wir darüber reden. Also auch dies habe ich dementsprechend noch nicht gespielt, Mario Kart 64. So ein Kack. Macht aber sicherlich Spaß, ich bin zuversichtlich. Und werde ich auch irgendwann mal das Playen, wenn ich es habe. Naja, zu dem Ableger kann ich auch nicht viel sagen. Hüp, hüp. Ich bin doch krank. Ach, da sieht aus. Sick. Okay, merken. Da ich weiß nicht, ich wollte schon abkurbeln. Was war das? Alles klar. Habt ihr gerade den Bug gesehen? Ich weiß nicht. So. Ja, als nächstes, nach eben besagten Mario Kart 64, kam Mario Kart für den Game Boy Advance, nämlich Mario Kart Super Circuit. Also ähnlich, das habe ich tatsächlich schon mal gespielt.
beim Bekannten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist sie nur zwei Wege dazu spielen. Entweder per Emu, dann das ist einfach illegal. Oder es lade, oder ich kaufe es im Nintendo eShop, wenn es da gibt. Irgendeinen Weg werde ich mir aber suchen. Irgendwann werde ich es auch Let's Playen, auf jeden Fall. Darauf konntest du euch auf jeden Fall freuen. Ich habe es auch mal ein bisschen spielen gekonnt und hat Spaß gemacht. Das war einfach wirklich noch so, ja, mit Grafik im Prinzip, ne? Weil man sagte immer, der Nintendo Game Boy, also der normale, oder Game Boy Color, geht mit NES zusammen. Und der Game Boy Advance mit SNES so ungefähr. Kann ich auch so ungefähr zustimmen. Ne? Dann kann man so herleiten, der Nintendo DS dann irgendwie mit dem GameCube. Und der 3DS mit der Wii. So, auf jeden Fall nach Mario Kart für den Game Boy Color, für den Game Boy Advance, ziehen Mario Kart Double Dash für den Nintendo GameCube im Jahre 2003. By the way, Mario Kart für den, hab ich gesagt, also Mario Kart Super Circuit für den Game Boy Advance, ziehen 2001. Und jetzt eben haben wir eben BAM. Mario Kart Double Dash für den GameCube, also hier im Jahr 2003. Habe ich noch nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch keinen GameCube. Ich kenne aber einen Freund, der eine Wii hat. Die ältere Generation, die ja bekanntes GameCube-Anschluss hat. Musste mit ihm erklären, ob er sich so einen Controller holen müsste. Und auch so Spiele. Oder könnte ich die mir eventuell auch mal ausleihen und das playen oder so. Mal sehen, irgendeinen Weg dazu wird es aber, denke ich, mal geben. Was hier mit den Schneemännern eigentlich passiert, wenn ich so im Schnee rumlegen. Also dementsprechend kannst du dem auch nicht viel sagen. Mehr kann ich schon sagen. Als nächstes kam nämlich im Jahre 2005, wie gesagt, das Game raus, was ihr hier aktuell seht, nämlich Mario Kart DS. Dazu kann ich schon mehr sagen. Macht Spaß, ne? Ist ein cooles Game. Macht einfach echt viel Spaß irgendwie. Das hat leider so das neueste Mario Kart, was im eShop gibt, ist auf Mario Kart 8. Weil die anderen beiden, die noch vor Mario Kart 8 kamen, gibt es im eShop nicht. Zu denen kommen wir aber in den nächsten Rennen. Und wir reden jetzt lieber noch ein bisschen über Mario Kart DS tatsächlich. In der nächsten Runde. Ja, mein Mario Kart DS, das ist das letzte Spiel. Ne, ist jetzt grafisch nicht so gut wie Mario Kart 7. Zu dem wir gleich noch kommen werden. Ist aber auch ein cooles Mario Kart, wie ihr sehen könnt. Also mir macht sehr viel Spaß, das Let's Playen. Um es einfach zu spielen. Und ist auch ein sehr gutes Mario Kart, muss man schon sagen, ne? Ich würde sogar fast behaupten, das Beste ist das Mario Kart 7. Also nicht viel schlechter. Mario Kart 7 habe ich jetzt bis jetzt nur im Laden gespielt. Dafür habe ich es da so ein paar Mal ausgewächst. So, die Bahn sieht bei der Welt so aus, als ob man sich konzentrieren müsste. Und das war ein Fake. Ich merke die Falle erst, nachdem ich da reingefahren bin. So, ihr seht schon, ich muss mich hier konzentrieren. Weil ich das schon verkacke und definitiv nichts hinbekomme. Also jedenfalls die Mario Kart DS. Ist ganz cool, macht Spaß. Danach erschien schon im Jahre 2008 Mario Kart Wii. Plan mich auch irgendwann zu Let's Playen, so Mai, Juni so rum ungefähr um Dreh. Wahrscheinlich. Ist aber auch ganz gut. Einige zeichnen das wirklich das klassische Mario Kart. Klar, so meine Freunde, so die Generation von meinen Freunden, mit dem Mario Kart vermutlich einfach aufgewachsen. Sag ich mal.
Ich persönlich, mein Lieblingsbauer ist Mario Kart 8, zu dem wir... Trotz Türken. Zu dem wir gleich kommen werden. Aber Mario Kart 7, man soll auch Spaß machen. Das werden wir uns, wie gesagt... Nein! Wie bin ich unkonzentriert im Level? Hier, es tut mir mein Rang... Ey! Weg! So, ist eine Aktion. So, aus jeden Fall Mario Kart 4 sind wir drin geblieben. So. Ist ein ganz cooles Spiel. Auf jeden Fall werden wir auch jetzt playen. Kann das noch rein. Und... Weil das Ende der 3DS-Ableger fehlt sich doch sehr vom Aussehen und so weiter. Also wenn ich das, was man da vom 3DS-Ableger wie gesagt sieht, im Ladengeschäft, weil haben sie immer diese 3DS-Dinger mit Mario Kart 7. Ich habe tatsächlich neulich im Fernsehen, gestern war es glaube ich sogar, wir haben noch Mario Kart 7 Werbung gesehen, haltet euch fest. Ne? Nicht Mario Kart 8. Sondern Mario Kart 7. Oh mein Gott. Das Spiel war eigentlich so ausgelutscht. Klar, das ist aktuell so von 3DS oder von dem Wii, gibt's trotzdem schon längst einen neueren Teil. Den es auch viel mehr in sich hat, wie ich finde. Deutlich besser ist, zumindest als Mario Kart DS. Ich denke mal, das seid ihr. Sind wir uns alle einig. Wenigstens werde ich noch zwei. Yes. Weiter. Puh. Und dann jetzt eben im letzten. In der letzten. Oh nee, nicht im Baby Park. Oh nee. Der verkracht mit dem letzten. Die gibt's auch bei der Wii U als Zusatz. Den hasse ich so dermaßen. Den hasse ich wie die Pest. Also Mario Kart 7. Das Ziel hat sich wirklich im Jahr 2011. Aber da ist hier nicht ganz so schnell, ne? Der ist hier eigentlich viel angenehmer als auf der Wii U. Vorhin gelogen. Hier wird mir nicht so gegen die Wände gedrückt oder so. Der ist eigentlich hier voll zellig. So, Mario Kart 7. Wie gesagt, habe ich auch nicht selbst Let's Play. Ich habe da kein 3DS, auch nur gespielt. Ich habe so ein bisschen beim Freund gespielt. Und eben ab und zu, wenn ich mal an Saturn oder solchen Läden bin und die einfach so eine Station da haben, macht es ab und zu macht das Spaß. Wird es vielleicht bald ändern, wenn ich mir einen holen, Nintendo 2DS, 3DS, keine Ahnung. I don't know. Das einfach so die letzten sind, glaube ich, die ich jetzt einfach so nur 100 habe. Finde ich witzig, so der Gedanke, so dass ich die letzte Runde tatsächlich jetzt hier nicht wechseln. Und dann kam eben Mario Kart, um das jetzt abzukürzen, Mario Kart, nein! Mario Kart 8! Das ist nicht meinen ersten Platz wegnehmen. Kam... Mario Kart 8 eben im Jahre 2014 am 31.05. genau zu sein. Mein Geburtsmonat. Und ja, das ist einfach noch das mein bestes Mario Kart. Das haben wir auch online gespielt. Und damit haben wir die Mario Kart History eigentlich relativ durchgekaut. Und ich hoffe noch, was wir geworden sind. Dreimal erst, einmal zweiter. Ich setze mal auf Rang B. D sogar nur. Wieso das? Hätte besser sein können. Da war das mal Platz A war. Also, jetzt habt ihr ein bisschen was erfahren, denkst du, über die Mario Kart History. Ich bilde euch, wenn ich blende euch, wenn ich das Bild nochmal finde, fand ich ganz gut hier nochmal ein. Da könnt ihr nochmal alle Mario Kart Ableger sehen. Und wenn wir mal schauen, Mario Kart 8 haben wir schon. Mario Kart DS haben wir ein paar Wochen auch durch. Ja, und dann fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Abgesehen von denen, die eben in der Zukunft noch kommen werden, ne? Ich bedanke mich für Ihr Interesse am Thema. Dankeschön fürs Zuschauen.
Ja, es wird dann die Tage weitergehen. Mario Kart DS, welches Thema werdet ihr dann sehen? Dankeschön fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!